Der Konzeptkünstler Hans-Peter Klee und die Naturaktivistin Corinna Ulrich machen derzeit mit einem besonderen Projekt auf sich aufmerksam. Futura Ars Vivendi, die Zukunft der Lebenskunst. Bei der Projekteröffnung in ihrem Domizil in Kollochau wurde klar, der ambitionierte Projekttitel ist Programm. Es geht um Lebenskunst und um unser tagtägliches Verhalten, das oft voller Widersprüche steckt. Den Blick auf das eher unspektakuläre Wagen steht dabei im Mittelpunkt. Auf einer 3000 Quadratmeter großen Brache entsteht eine Bienen- und Insektenwiese. Konkret geht es dabei um Wahrnehmung, um das genaue Hinsehen und damit auch das Wertschätzen dessen, was einen alltäglich umgibt. Es geht darum, auch den ökologischen Wert von Brachen zu vermitteln und auch deutlich zu machen, wie Pflanzen, die man so alltäglich vielleicht gar nicht so wirklich wahrnimmt, wie wichtig letztendlich die für die Insekten- und Tierwelt sind. Also gerade wie Hahnenfuß kennt jeder oder Reinfarn sind für Insekten einfach wahnsinnig wichtig. Und die dann auch stehen zu lassen und nicht zu ersetzen durch Pflanzen aus dem Baumarkt, aus dem Gartenmarkt, sondern wirklich klar zu machen, was ist eigentlich an wertvollem ökologischem Pflanzenbestand schon da und da eben den Fokus drauf zu richten. Geplant ist, an Aktionstagen gemeinsam mit den Besuchern Wildbieneninseln und Wildbienennistplätze zu erstellen. In der dazugehörigen Ausstellung wird der eigene Weg reflektiert, die Kunst als Lebenskunst aufzufassen. Dank Ihrer Mühe, Kreativität und Ihres Engagements für die Kunst ist eine ganz besondere Ausstellung geglückt. Wir in Elbe Elster können stolz darauf sein, dass bei uns nicht nur Kunst der Vergangenheit ihren Platz in den Museen und Galerien hat, sondern dass die Landschaft bei uns im Zweistromland lebt und gleichzeitig Sehnsuchtsort bildender Künstler ist. Zu sehen sind die Ausstellung und das Projekt bis Ende September im Atelier von Hans-Peter Klee im ehemaligen Pfarrhaus in Kollochau.